Willkommen. In diesem Video lernen Sie, in welchem Sinne Kersten Reichs interaktionistisch-konstruktivistische Didaktik eine Form von Bildungstheorie impliziert. Auch wenn Reich keinen expliziten Bildungsbegriff entwickelt und seinen Texten vornehmlich von Didaktik spricht, lässt sich eine bildungstheoretisch interessante Argumentation erkennen. Reich entwickelt seine Vorstellung von Didaktik, indem er sich von zwei traditionellen Formen der Didaktik und den ihnen impliziten Bildungsvorstellungen abgrenzt. Die erste Grenzlinie zieht Reich zur sogenannten Klosterschulendidaktik, der er vorwirft, die, so Reich wörtlich, Reproduktion sicheren Wissens und scheinbar ewiger Wahrheiten, Zitat Ende, in den Vordergrund zu stellen. Diese Form der Didaktik sei an der Vergangenheit orientiert und ziele auf symbolische Geschlossenheit. Das andere Extrem stelle die Wühltischdidaktik dar, die es den Vorlieben der Lehrenden überlasse, sich auf dem Markt der Didaktiken die richtige auszuwählen. Überparteiliche Entscheidungskriterien, was die richtige Didaktik sei, gäbe es in dieser Perspektive nicht. Entgegen der traditionalistischen Kritik, ohne Orientierung an höheren Werten werde Bildung zu einer Ware und somit käuflich, sieht Reich aber auch ein positives Potenzial in dieser Didaktik. Dieses Potenzial besteht für ihn darin, dass die Wühltischdidaktiken die Dominanz der Orientierung an der Vergangenheit aufbrechen. Mit Rekurs auf John Dewey argumentiert Reich, dies entspreche den Anforderungen der modernen Gesellschaft und ermögliche es den Lernenden als Konstrukteur von Wirklichkeit in den Blick zu nehmen. Reich präsentiert einen Gegenentwurf auf Basis einer konstruktivistischen Erkenntnistheorie. Diese geht davon aus, dass Realität nicht einfach gegeben sei und ein Mensch diese nur abbilden könne. Vielmehr sei Realität immer an die Erfahrung eines Beobachters gebunden und somit eine Konstruktion. Reich begründet seinen Konstruktivismus mit den Überlegungen Giambattista Vicos, den er als konstruktivistischen Ursprungsautor bezeichnet. In seiner Vico-Rekonstruktion wehrt er sich gegen die Vereinfachung eines radikalen Konstruktivismus und plädiert für eine interaktionistische Perspektive. Auch wenn Vico die aktive, hervorbringende und machende Seite des Menschen betone, so Reich, handelt das Objekt doch nur auf dem Hintergrund seiner Kultur. Anhand der Kritik verschiedener prominenter Vertreter der radikalen Strömung zeigt Reich, wie dieser kulturelle Hintergrund argumentativ negiert wird. Bei Maturana legt er dabei zum Beispiel eine biologistische Argumentation offen. Als dritte interessante Theorie-Vignette macht Reich Vicos sprachphilosophische Grundlegung der konstruktivistischen Erkenntnistheorie aus. In Bezug auf Trabant argumentiert er, dass hierin ein großer Unterschied zwischen Vico und Descartes bestehe. Während Descartes bei seiner Emphase der Erfahrung im reinen Denken, dem Cogito, verharre, beziehe Vico diese auf das Machen in der kulturellen Welt. Durch das Machen von Autoren und Poeten entstünde die kulturelle Welt. Somit träten die Zeichen, aus denen sich Sprache bilde, zwischen den Menschen und seiner Umwelt. Oder, anders formuliert, zwischen einer göttlich gemachten Natur und der vom Menschen gemachten Natur. Die Worte "turn white" auf dem Bild verstehen sie nur, weil es kulturelle Konventionen über ihre Bedeutung gibt. Dies kann als erste linguistische Wende der Philosophie gesehen werden. Aus dieser Perspektive erscheint die Idee eines Bildungskanons, der universelle, ewig gültige Werte repräsentiert, obsolet. Er muss vielmehr einer Vielfalt von Perspektiven weichen, die Wahrheit an einen Beobachter knüpft, der sein Wissen vor dem Hintergrund der kulturellen, sprachlich verfassten Welt konstruiert. Auch der klassischen didaktischen Theorie der Selbstbestimmung und Emanzipation erteilt Reich eine Absage. Mit Rekurs auf Foucault führt er aus, dass das Individuum schon immer durch gesellschaftliche Verhältnisse konstituiert und somit fremdbestimmt sei. Foucaults Theorie der panoptischen Gesellschaft folgend attestiert Reich allerdings,
dass die äußere Kontrolle durch eine innere ersetzt werde. Die Aufgabe der Didaktik besteht nun laut Reich darin, die Beobachtungsstandpunkte, die ein Lernender annehmen kann, zu erweitern und ihm so andere Sichtweisen der Wahrheit zu ermöglichen. Ein gebildeter Mensch kennt mehrere Beobachterstandpunkte und kann sich begründet in einer widersprüchlichen Welt positionieren. Kersten Reich bestimmt seine Bildungsvorstellung in Abgrenzung von der sogenannten Klosterschuldidaktik, der er vorwirft, an der Vergangenheit orientiert zu sein. Als zweite Grenzlinie fungiert die Wühltischdidaktik, der eine gewisse Beliebigkeit innewohne. Reichs Gegenentwurf begründet sich in einer konstruktivistischen Erkenntnistheorie, für die bei ihm Giambattista Vico als Begründer steht. An Vicos Konstruktivismus sind für Reich drei Theorievignetten interessant. Erstens wird Wirklichkeit von Vico als eine vom Menschen konstruierte verstanden. Entgegen dem radikalen Konstruktivismus betont er jedoch, dass nicht allein das Denken die Welt konstruiert. Vielmehr ist es das Machen des einzelnen Subjekts, das immer vor dem Hintergrund der kulturellen Einbettung des Individuums erfolgt. Drittens versteht Vico die Welt als sprachliche und somit zeichenhaft vermittelte. Wenn die Realität diesen Annahmen zufolge eine Konstruktion ist, kann sich die Didaktik nicht auf die Vermittlung ewig sicheren Wissens konstruieren, sondern hat ihre Aufgabe darin, möglichst vielfältige Beobachterstandpunkte der Realität zu ermöglichen. Auch wenn Kersten Reich keine explizite Bildungstheorie entwickelt, sind seine konstruktivistisch inspirierten Überlegungen bildungstheoretisch interessant. Durch die Emphase des Lerners als Konstrukteur von Welt wird dieser nicht nur rhetorisch zum Zentrum bildungstheoretischer Überlegungen. Die von Reich implizit gegebene Definition von Bildung als Erweiterung von Beobachterstandpunkten erinnert dabei an die derzeit populäre transformatorische Bildungstheorie. Diese von Autoren wie Winfried Marowski, Hans-Christoph Koller oder Arndt Michael Nohl vertretene Theorie stellt die Frage nach der Orientierung des Individuums in der Welt in den Mittelpunkt. Reichs Didaktik erweist sich also als bildungstheoretisch hochaktuell. Welcher Erfolg ihr im an Lehrplänen orientierten Schulalltag beschieden sein wird, bleibt abzuwarten.